Ja, ich habe schon damit gerechnet, dass wir auf Augenhöhe hier agieren können, ja, dass wir der Eintracht schon ein paar Oli bieten können, weil es einfach aus der Situation heraus bekannt ist, dass in der Vorbereitungsphase der Bundesligist später anfängt, noch nicht alles komplett hat. Ja, wir natürlich auch noch nicht komplett sind und auch ein paar Problemchen haben, aber trotzdem in der Vorbereitungsphase einen Tick weiter. Und deswegen wollten wir natürlich schon dagegen halten, das haben wir geschafft und haben ein gutes Ergebnis erzielt und haben auch eine gute Leistung gebracht. Ja, Armin macht auf sich aufmerksam. Ja. Man hat jetzt 2 Tore heute gemacht, letzte Woche 1. Ja, ist gerade im Moment unsere Offensive komplettiert unsere Offensivreihe, die gerade ein bisschen Probleme hat. Die Chance will er nutzen, die ist gerade auf einem sehr, sehr guten Weg. Man sieht, dass er einfach auch ein gutes Potenzial hat und trotzdem hat der Junge noch einen weiten Weg vor sich. Aber das, was er zeigt und sein Wille und seine Gier ist hervorragend und auch Matze Hille hat heute einen sensationellen Pass auf ihn gespielt. Ja, im Endeffekt haben wir mit der U19 das 3-1 erzielt. Ja, ein super Steckpass von ganz hinten auf den Armin nach vorne und dann sein Solo. Also da können die Jungs und auch das NLZ natürlich stolz sein, dass wir zwei solche Jungs auch in unseren Reihen haben. Ja, ich bin erstmal glücklich, dass Domi Prokop heute seine ersten 10 bis 15 Minuten bekommen hat, ja, weil er da natürlich auch sehnsüchtig drauf gewartet hat, wir natürlich auch auf ihn und hat auch schon wieder angedeutet, was wir dann von ihm erwarten können, wenn er dann mal wieder bei 100% ist. Ja, und auch Bjarke, der am Anfang jetzt ein bisschen Probleme hatte, sagen wir irgendwie, wenn wir alle, die wir aus Skandinavien holen, wenn ich an Gustavs Ankunft denke, der war auch ein bisschen problematisch, alles am Anfang, ja, mit Nasenbeinbruch und Quarantäne und was auch immer. Und deswegen bin ich natürlich auch froh, dass Bjarke jetzt heute zum ersten Mal zum Zug kam, auch eine halbe Stunde, ja, weil wir da auch ein bisschen vorsichtig sein müssen, weil er eben vom Trainingspensum noch ein bisschen hinterher ist. Aber das werden wir jetzt auch aufbauen. Und wichtig ist, dass jeder Einzelne zurückkommt, weil wir wissen auch, die Saison ist lang. Und im Moment haben wir einen dünnen Kader. Das heißt, wir werden auch noch auf dem Transfermarkt tätig werden, müssen auch da noch tätig werden. Ja, aber wir sind natürlich auch froh, wenn der eine oder andere Verletzte wieder zurückkommt. Nein, es gibt ihnen einfach einen Glaube zurück. Das ist das, was wir sagen und das, an was wir arbeiten, dass das auch fruchten kann und dass es funktionieren kann. Ja, aber mehr gibt es auch nicht. Ja, es ist ein Vorbereitungsspiel und wir müssen das schon richtig einschätzen, können es auch richtig einschätzen. Ja, wir haben den Gegner personell gesehen, wir haben auch gesehen, in welchem Zustand sie noch sind im Moment. Deswegen müssen wir das richtig einordnen. Ja, aber es gibt uns natürlich trotzdem den Glauben, dass viele Dinge, was wir ansprechen, dann, wenn wir es umsetzen, auch funktionieren. Und da müssen die Jungs dranbleiben, müssen weiter an sich glauben, müssen gemeinsam versuchen, immer wieder alles zu optimieren. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir auf einem guten Weg und werden dann versuchen, auch das alles in die Saison mit reinzuholen.